Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die drei Schätze in der 11. Mission von Uncharted 1 findet. Wenn ihr hier an dieser Treppe seid, wo ihr nach links und rechts gehen könnt, hier wird wieder ein Typ mit dem Granatwerfer auf euch warten, lauft ihr nach rechts hoch und findet euch auf diesem Art Balkon wieder. Auf der rechten Seite findet sich dann auch schon Schatz Nummer 1. Der zweite folgt nach dieser Hängebrücke. Vorher ist auch eine Cutscene, die werde ich jetzt mal nicht spoilern. Und dann geht ihr links durch den Torbogen. Hier ist wieder so eine Treppe. Wir gehen nach unten. Und nicht nach rechts, sondern nach links. Und schon haben wir Schatz Nummer 2. Der dritte und letzte folgt nach dieser Passage, wo wir draußen sind. Wir müssen jetzt hier wieder in diese Höhle bzw. in dieses Gebäude rein. Und diesen Gegner können wir entweder erschießen oder wir machen es lautlos. Ich nehme hier die lautlose Variante. Und wenn wir uns denn für eine Waffe entschieden haben, schalten wir die letzte Wache aus und laufen einfach geradeaus weiter. Denn hinter diesen Kisten wartet der dritte und letzte Schatz auf euch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ja, zeigt es mir gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao.